Willkommen zum Tagessegen. Im Matthäusevangelium heißt es heute: Alles, was Sie tun, tun Sie, um von den Menschen gesehen zu werden. Warum bin ich eigentlich gut? Um nachher Fleißkärtchen zu bekommen: Ach, du bist aber toll, super, super, super. Das wäre ja Egoismus. Und dagegen geht Jesus vor, denn Gutes zu tun ist eine Frucht der empfangenen Güte. Der heilige Franziskus hat dafür ein Grundwort. Das heißt zurückerstatten. Das, was ich tue, das ist einfach zurückerstatten, was ich bekommen habe. Wenn ich jetzt hier mit Ihnen spreche, dann weiß ich genau, dass das nicht aus mir ist. Ich hatte gute Lehrerinnen und Lehrer, eine gute Familie, ich hatte eine gute Gemeinde, kenne gute Seelsorger. Ja, ich kenne auch anderes da drin. Keine Sorge, das Leben läuft ja nicht nur glatt. Und trotzdem, das Gute darin hat mich so geformt, dass ich heute mit Ihnen im Gespräch sein kann. Ich lade Sie ein, dankbar zu sein für das Gute, das Sie empfangen haben. An das Schlechte denken wir von selbst oft genug. An das Gute zu denken, und vielleicht machen Sie mal so einen Zettel heute für etwas ganz Gutes, was Sie empfangen haben, was Sie die nächsten Tage nicht vergessen mögen, um dann daraus selber Gutes weiterzugeben. Einfach, weil es gut ist. Es segne Sie der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.